Buenos dias, muchachos. Hier ist der Astralsilber und ich begrüße euch zurück in Argentinien, zurück zu Victoria 3. Natürlich geht es weiter voran. Wir sind jetzt mittlerweile hier am 7. September 1857. Wir bauen die Papiermühle, also besser gesagt die Papierfabrik, hier in Buenos Aires. Denn bislang importieren wir unsere komplette Papierversorgung aus dem Auslande. Die können wir natürlich selber herstellen. Und der Bedarf wird ja eher noch ansteigen, denn wie ihr hier seht, ist auch eine weitere Regierungsverwaltung im Bau, die dafür sorgen soll, dass durch die Bürokratie, die diese dann erzeugt, das bürokratische Defizit, was wir jetzt, in dem wir uns jetzt befinden, dann ausgeglichen wird. Ich könnte natürlich auch hier den Admiral langsam mal entlassen. Warte, ich gehe mal auf die Pause. Vielleicht wäre es einfach an der Zeit, William Brown, der irische Admiral, der in der nicht vorhandenen argentinischen Flotte dient, der wird jetzt entlassen. Denn er ist zwar jetzt 80, ja, wir warten ja schon seit 12 Jahren eigentlich auf das natürliche Ende seiner Dienstzeit, nur werden wir ihn jetzt in den Ruhestand schicken. Und ob die Streitkräfte uns dafür einen Punkt weniger mögen, das kann uns, glaube ich, egal sein derzeit. Ja, denn sie sind loyal. Plus 11, dann wären es nur noch plus 10. Das sehen wir jetzt hier, sie bleiben loyal. Dafür haben wir aber Bürokratie hinzugewonnen, die wir dann natürlich auch sinnvoll einsetzen können. Gleichzeitig erhöht es direkt auch hier unsere Steuereinnahmen. Die Gesamtsituation ist eigentlich okay, würde ich sagen. Das BIP hat sich nach der Talfahrt, die durch die Revolution ausgelöst wurde, wieder erholt. Die Trendlinie ist mehr oder weniger wiederhergestellt. Die restlichen Faktoren hier, der Lebensstandard steigt auch wieder an, die Bevölkerung steigt stetig und auch die Radikalen wachsen damit an. Leider die Loyalisten nicht in gleichem Maße. Aber da würde ich auch mal schauen wollen, denn wir haben ja derzeit kein Gesetz in der Beschlussfassung hier, ob wir eventuell ein Gesetz beschließen könnten, was die Bevölkerung ein wenig zufriedener machen würde. Denn was könnten wir machen? Die Berufsarmee, ja, das ist mein Traum, aber das dauert halt noch, da einfach die Gewerkschafter denn komplett radikalisiert werden. Die sind gegen diese Veränderung und eine Radikalisierung möchte ich jetzt vermeiden, einzelner Bevölkerungsinteressensgruppen. Die Nationalgarde wäre eine Alternative. Hier sind die Intellektuellen zwar dagegen, ja, aber die Kleinbürger finden das gut, die Streitkräfte finden das gut. Und die Intellektuellen sind auch nicht wirklich dagegen, nur so ein bisschen. Von daher wäre das ganz interessant, eigentlich noch mit der jetzt bestehenden Regierung umzusetzen. Denn weitere Alternativen sehe ich hier nicht. Staatsreligion möchten wir nicht haben, Monarchie auch nicht, die Theokratie natürlich auch nicht. Nein, wir bleiben eine Präsidialrepublik. Wir möchten ja auch weiterhin autokratisch sein. Das heißt, dass wir auch Wahlen so lange wie möglich vermeiden möchten. Die Bevölkerung soll sich nicht ungehörig hier in die politischen Abläufe einmischen. Davon verstehen sie nichts. Da kümmern sich sozusagen die Profis drum. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt die Nationalgarde hier in die Beschlussfassung geben. Das kostet dann zwar auch wieder ein bisschen Bürokratie, aber das sollte okay sein. Was können wir sonst den Meldungen entnehmen? Natürlich wie gewohnt hohe Spannung zwischen Argentinien und den von uns derzeit kolonialisierten indigenen Völkern. Ja, die Warenzufuhr bei den Militärwaren, da könnten wir uns auch mal drum kümmern. Das wäre ein gutes Vorhaben, finde ich. Denn das war mir entfallen, dass natürlich auch diese Knappheit dafür sorgt, dass unser Militär weniger effizient ist. Von daher müssen wir das mit auf dem Schirm haben. Papier ist knapp und Clipper sind knapp. Ja, ums Papier kümmern wir uns gerade. Noch 5 Wochen bis zur Fertigstellung. Teure Militärware, niedriger Marktzugriff und das ist irrelevant hier. Ja, so weit, so gut.
Das heißt, wir schauen mal, ob wir nicht im Handelsfenster hier eine zusätzliche Importroute beauftragen können. Sowohl für Handfeuerwaffen, das sieht gar nicht gut aus. Sowohl für Handfeuerwaffen, dafür ist unsere Armee wahrscheinlich zu klein, damit sich das lohnt, ne? Als auch für die Artillerie. Hier könnten wir auch einen Import veranlassen. Damit sind wir jetzt wieder deutlich im Soll bei der Bürokratie. Aber ich hoffe, dass unsere Winz-Armee dadurch schlagkräftiger werden wird. Und ich befürchte auch, dass die großartige Abrüstungskampagne, die ich ja noch vor kurzem hier umgesetzt habe, ein Fehler war. Wahrscheinlich war es zu dem Zeitpunkt absolut richtig, ja. Aber die Zeiten haben sich geändert und wir sollten doch auch die Armee wieder ausbauen, zumindest auf 10 Bataillone, finde ich. Deswegen werde ich hier in Córdoba jetzt eine Kaserne in Auftrag geben und die soll auch auf die Maximalstufe aufgerüstet werden, damit wir wenigstens Chile ebenbürtig gegenüberstehen können und nicht weiterhin auf dem Rang der Winzmacht uns auf dem internationalen Parkett mehr oder weniger schämen müssen. Das ist unangenehm, das möchten wir nicht. Um die Bauarbeiten in Zukunft hier zu befördern, wird auch einmal der von mir versehentlich abgerissene Bausektor wieder mit in Auftrag gegeben. Den werde ich auch mal vorschieben hier. Der müsste eigentlich ganz nach oben auch nicht. Der kommt vor die Regierungsverwaltung, aber hinter die Papierfabrik noch. Ja, denn sobald die Papierfabrik hier fertiggestellt wird, dann können wir uns Importe wieder einsparen. Das heißt, dass dieses Defizit sich verringert. Das warten wir in Ruhe ab. Wir haben aber gerade festgestellt, dass die Motorenwerke ineffizient sind. Warum ist das denn bitte schön so? Ja, wir könnten die natürlich erstmal subventionieren, damit hier weitere Arbeiter eingestellt werden. Wir sehen, dass der Absatz an Motoren einfach ungenügend ist und sollten daher weitere Importe eigentlich beauftragen, obwohl sich das jetzt gerade geändert hat. Das ist interessant. Schauen wir mal hier auf den Markt. Denn es gibt eine Handelsroute hier, ja. 8 Motoren werden exportiert, der Preis steigt an. Das heißt, dass eigentlich eventuell bald eine Effizienz hier hergestellt werden könnte. Sehe ich das richtig? Ja, nicht wirklich. Wir müssten noch mehr exportieren davon. Nehme ich den Bürokratieverlust in Kauf oder nicht? Jetzt schon haben wir 10% Steuerverschwendung. Unangenehm, äußerst unangenehm sogar. Was wir aber machen können, genau, das hatte ich ja eben angesprochen. Wir könnten hier im Markt die Handelsroute, die Papier importiert. Das sind sogar 2 hier in dem Falle. Ja, beide importieren Papier nach Argentinien. Die können wir beide beenden. Damit sind wir wieder leicht positiv. Unsere eigene Papierproduktion wird sich hoffentlich bald als lukrativ erweisen. Das sieht eigentlich ganz gut aus hier. Ja, wir könnten natürlich auch auf bessere Produktionsmethoden hier umschwenken. Dafür bräuchten wir aber Schwefel und Färbemittel. Na, lass uns das doch mal in Auftrag geben, denn ich weiß, dass hier in Corrientes, hier könnten wir eine Färbemittelplantage beauftragen. Und Schwefel könnten wir hier in Mendoza. Hier könnte eine Schwefelmine gebaut werden. Genug Personal wäre dafür auch vorhanden. Also geben wir auch diese mal in Auftrag. Oh, jetzt liegen uns natürlich die ganzen Kasernen dazu vor. Ja, die werden mal runter geregelt. Hier die Kaserne kommt auch runter. Erst soll unsere Produktion befördert werden, bevor wir hier das Militär noch weiter ausbauen. Der verbesserte Dünger ist freigeschaltet. Damit hätten wir auch wieder eine Forschung zur Verfügung. Ich würde vorschlagen, dass wir uns hier für das Dynamit entscheiden. Denn diese Forschung würde natürlich die Produktion in den Minen verbessern können. Und das werden wir dringend nötig haben. Erwarte ich jedenfalls.
So sehen wir, dass unser Überschuss derzeit absinkt und das geschieht vor allen Dingen hier durch die Subvention. Ja, sowohl für die Motorenwerke, das sind 2200, als auch für die Eisenbahn, die wir, glaube ich, hier nur in Tucumán zur Verfügung haben. Ja, hier ist nämlich die Eisenbahn. Wir bräuchten aber auch in Kürze, und das könnten wir hier in Mendoza, glaube ich, sehen, denn hier ist die Infrastruktur bis zum Erbrechen genutzt sozusagen. Auch hier eine Eisenbahn, das heißt, auch hier könnte schon ein Auftrag erteilt werden für die Eisenbahn. Das würde auch unseren Motorenverbrauch erhöhen. Ach, so vieles hängt hier aneinander. Es ist schwer zu überschauen. Aber das BIP steigt weiterhin an, das ist gut. Loyalisten entwickelt sich auch gut, leider die Radikalen nicht. Also nicht in unserem Sinne, im Sinne der Radikalen. Die werden sagen, ja, wir werden mehr, wir wollen aber, dass sie weniger werden. Dann müssen wir eigentlich den Lebensstandard heben. Denn das, solange sie zufrieden sind, dann werden sie auch nicht radikal werden. Die Motorenpreise sind immer noch ungenügend hier. Unschön. Wir haben einen Überschuss von 30. Ja, dann müssen wir doch wieder in Soll gehen bei der Bürokratie. Und noch weitere Exporte für die Lokomotiven verhängen. Ein Überschuss von 30. Dann werden wir 36 hier auf den amerikanischen Markt vorerst exportieren. Jedenfalls versuchen wir das. Mal sehen, ob das klappt. Und hoffen, dass die Motorenwerke dadurch sich selber tragen können. Ja, das wöchentliche Saldo hier verändert sich jetzt nicht wirklich. Der Preis verändert sich auch nicht, ja, weil die Exportroute sich natürlich auch erst langsam aufbauen muss. Ich gehe mal auf die schnellere Geschwindigkeit hier. Minus 700, das ist gut. Komm, noch ein wenig mehr gewinnen und wir müssen keine Staatsgelder mehr da rein investieren. Ja, wird das was oder nicht? Anscheinend nicht, ne? Hätten wir die Möglichkeit, bei den Produktionsmethoden hier eventuell was zu verändern? Auch nicht, nein. Interessant. Also müssen wir die Subventionen anscheinend erstmal durchlaufen lassen. Jetzt sind es aber nur noch 700 für die Motorenwerke, anstatt der 2200 zuvor noch. Ja, was richtig uns teuer zu stehen kommt, ist wahrscheinlich das wachsende Militär wieder. Und die Regierungsgehälter. Interessant, denn die Regierungsgehälter sind auf der zweitniedrigsten Stufe derzeit hier. Das sehen wir. Die Militärgehälter auch, allerdings die Steuern auch. Also das ist mehr oder weniger ein ausgeglichener Haushalt, so dass wir das erstmal so bestehen lassen. Das warten wir ab. Wir haben hier eine Herausforderung, Sprache im Klassenzimmer. Brasilianische Schüler verwenden manchmal ihre Sprache in argentinischen Schulen. Es wurde nun gefordert, dass Lehrer die Verwendung dieser Sprachen bestrafen und die Kinder zwingen sollen, die offizielle Sprache Argentiniens zu sprechen. Naja, die Schule sollte ihnen schon beibringen, die richtige Sprache zu sprechen, wenigstens in der Schule. Plus 20% Assimilierung, plus 20% Radikale, ja. Wir brauchen eine allgemeine Verkehrssprache, eine Sprache, in der die Menschen sich auch miteinander austauschen können. Denn wenn die eine Hälfte jetzt Portugiesisch spricht und die andere Hälfte Spanisch, dann ist das nicht für das Zusammenwachsen der Gesellschaft förderlich. Deswegen würde ich sagen, dass wir ihnen beibringen, die richtige Sprache zu sprechen. Das ist auch ein sehr politisches Spiel, merke ich gerade. Das sind ja auch Herausforderungen, die uns hier im Alltag weniger, aber im gesamtgesellschaftlichen Kontext begegnen. Allerdings haben wir ja auch nicht so einen autokratischen Ansatz, wie ich ihn hier verfolge, denn das sagte ich ja eingangs, Wahlen wollen wir möglichst schnell vermeiden. Denn das habe ich auch unserer Bevölkerung gesagt. Wenn die Wahlen etwas ändern würden, ja, dann wären sie doch längst verboten. Von daher könnt ihr euch auch auf das gute
politische Management des eingesetzten Präsidenten hier verlassen. Juan Manuel, ihm geht's gut. Er ist geliebt, 65 Jahre alt, das beste Alter, und ist ein ehrgeiziger Forscher, meisterlicher Kolonialverwalter, prominenter Befehlshaber. Was will man mehr? Ein Präsident, wie er im Buche steht. Ein Handelsvertrag. Die Chilenen möchten mit uns einen Handelsvertrag eingehen. Na, gibt's nicht. Die sollen Zölle zahlen. Nein. Das müssen wir ablehnen. Handelsvertrag mit den Chilenen wird uns nämlich nicht helfen. Der hilft nur den Chilenen, denn wir importieren ja recht wenig eigentlich aus den chilenischen Gebieten, wenn nicht gar nichts. Unser BIP steigt auch so. Die Chilenen wollen nur unsere Markt leer kaufen. Das traue ich denen nämlich zu. Und wir sind ja hier in der Konkurrenz miteinander, denn sie kolonialisieren ja hier weiter im Süden. Äußerst unangenehm. Und da wir mehr Kolonien gleichzeitig bearbeiten, mehr oder weniger, sind sie natürlich im Vorteil, denn sie konzentrieren sich hier auf das Gebiet der Tehuelche. Das ist dieses Gebiet hier. Während wir 1, 2, 3, 4 Kolonien gleichzeitig ausbauen. Von daher sind sie im natürlichen Vorteil und sollten sich aber auch selber vergewissern, dass sie nicht in argentinisches Kernterritorium vorstoßen, denn das würde natürlich unweigerlich eine Erbfeindschaft mit den Chilenen heraufbeschwören. Das ist etwas, was wir gar nicht möchten. Oppositionsmitglieder bringen Forderungen vor. Pragmatischere Mitglieder einer Interessensgruppe der Intellektuellen, die sehen die Verabschiedung der Nationalgarde kritisch, haben angeboten, ihre Haltung zu ändern. Wir könnten uns auf ihre Forderung einlassen. Das würde die Erfolgschancen verbessern. Oder der Kompromiss ist ein Werkzeug der Schwachen. Das würde die Zustimmung der Kleinbürger uns gegenüber verbessern. Die Kleinbürger sind hier, die sind uns loyal gesonnen. Deswegen können wir ruhig die Erfolgschancen verbessern und deren Zustimmung ein wenig verringern. Das ist völlig in Ordnung. El Presidente hat es so entschieden. Weiter geht's. Das BIP steigt an. Das ist sehr gut. Hier die Bauliste, die war mir ein bisschen unübersichtlich geworden. Jetzt kommen erstmal ganz viele Kasernen und dann kommt die Eisenbahn. Naja, wollen wir hoffen, dass diese militärischen Zusatzausgaben uns hier nicht in die Knie zwingen. Aber, das sagte ich ja schon, wir sollten zumindest Chile gegenüber militärisch ebenbürtig sein. Denn, sonst kommen die noch auf dumme Gedanken. Und auch eine dreifache Überlegenheit Paraguays Argentiniens gegenüber kann natürlich nicht akzeptiert werden und entspricht ja auch in keinerlei Maße der Realität. Das dürfen wir nicht ganz aus dem Auge verlieren. Jetzt sind die Schwefelminen gleich fertig, das ist gut, denn nach Fertigstellung der Schwefelminen hätten wir Schwefel. Und wenn wir Schwefel haben, dann können wir nämlich die Papiermühlen umstellen. Ich versuche jetzt aber hier nochmal bei den Motorenwerken ein bisschen nachzusteuern. Sie machen noch einen Gewinn hier, allerdings wird der Gewinn wahrscheinlich zu klein sein. Schauen wir hier auf den Markt. Ja, der Preis hat sich jetzt aber wahrscheinlich durch unsere Exporte wesentlich erhöht. Schwefel ist jetzt im Angebot, das ist gut. Das heißt, jetzt kann die Papiermühle hier auf die Bleiche umgestellt werden. Plus 60 Papier. Ist die Frage, brauchen wir so viel Papier? Hier ist das Papier. Minus 18. So viel Papier brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, aber das ist eine Regierungsware, die müssen wir einkaufen. Wir könnten auch einen zusätzlichen Export veranlassen, denn wir haben hier derzeit einen Bürokratieüberschuss. Wir werden die Papiermühle mal hier auf die fortschrittlichste Methode umstellen. Und mal sehen, ob sich das irgendwie profitabel gestalten lässt. Ja, Schwefel ist jetzt noch sehr, sehr teuer, weil die Produktion natürlich gerade erst angelaufen ist. Der Papierpreis sinkt, weil mehr produziert wird. Die Färbemittel sind günstig. Das ist gut, aber auch schlecht für Corrientes. Und hier
Ja, da müssen wir mal schauen. Der Papierpreis ist am Boden. Das heißt, wir müssten 50, 60 Einheiten exportieren. Eine neue Exportroute für Papier. 37 Einheiten auf den französischen Markt oder 67 auf den spanischen. Gehen wir gleich mal für die 67, ja? Und schauen, was das mit unserem Marktpreis hier macht. Der sollte ein wenig über Null liegen. Das würde mir gefallen. Jetzt sind es schon 18% drüber. Ah, ganz schön viel. Aber die Papiermühle sollte dann... wo haben wir es hier? Das Papierwerk. Oh, ist das produktivste Papier, die produktivste Papierfabrik der Welt geworden jetzt direkt. Na, das haben wir aber so nicht erwartet. Das ist eine positive Überraschung, die wohl auch auf den günstigen Einkaufspreis hier für Schwefel und Färbemittel zurückzuführen ist. Gleichzeitig ist der Holzpreis relativ hoch. Das heißt, wir könnten auch ein zusätzliches Holzfällerlager bauen. In Corrientes geht es leider nicht, denn da haben wir das Personal dafür nicht. Dann doch hier in Santa Fe. Ja, machen wir es hier. Ich sehe jetzt aber auch, dass wir zusätzliche Autorität zur Verfügung haben und dadurch ja auch hier zusätzliche Erlasse verhängen können. Das ist das Schöne am autokratischen Führungsstil, dass wir relativ viel Autorität haben und mit diesen Erlassen spielen können. Das heißt, die Fertigungsförderung für Argentinien, also Buenos Aires und Santa Fe, die hatten wir schon verhängt. Auch für Córdoba würde ich die eigentlich gerne in Auftrag geben. Lohnt sich das? In Córdoba ist ja eigentlich nur die Kleidungsfabrikation, ja. Könnten wir hier was... Oh, hier könnten wir natürlich auch was verbessern. Hier könnten wir auf Färbereien umstellen, da wir ja jetzt Färbemittel haben. Das würde 30 Kleidung mehr liefern. Ich stelle es jetzt mal um und bin gespannt, wie sich der Preis für Kleidung hier entwickelt. Der ist abgesunken, oder? Der war doch relativ hoch zuvor. Das dachte ich, sei eine ganz gute Maßnahme, denn das Ungleichgewicht hatte sich kurz verringert. Jetzt steigt es allerdings weiter an. Wo bleibt denn unsere Kleidung? Hier wird es produziert, ja. Aber unser Bedarf ist einfach zu hoch. Nicht zu hoch, der ist ebenso hoch, wie er ist. Die Produktion ist zu niedrig. Das heißt, auch ein Ausbau der Kleidungsproduktion wäre empfehlenswert. In einer Fabrik in Uruguay wurde, ja, da ist ein Kessel explodiert. Dutzende wurden getötet oder verletzt. Der kochend heiße Dampf fauchte aus dem geplatzten Kessel und den Leuten in der Fabrik ins Gesicht. Wenn die Explosion oder herumfliegende Trümmer sie nicht erwischte, so tat der Dampf auf jeden Fall weh. So tat es der Dampf auf jeden Fall. So heißt es. Aber solche Ereignisse sind nun einfach der Preis des Fortschritts, würde ich mal sagen. Die Arbeiter sollen nicht in solche Arbeitsumstände gezwungen werden. Oder Maschinen sind gefährlich. Ja, wir stärken entweder die Landbewohner, die Gewerkschafter oder aber die Industriellen. Und ja... Die Unterschichten möchte ich aber nicht radikalisieren, die Oberschichten auch nicht, die Mittelschicht noch weniger. Das ist egal jetzt. Das ist einfach der Preis des Fortschritts, den wir hier zu zahlen haben. Ab und zu explodiert mal ein Kessel. Das passiert überall in der Welt. Das ist nichts speziell Argentinisches. Ein General ist gestorben. Wir hatten doch nur einen General. Ein General ist gestorben? Unser Präsident ist gestorben? Juan Manuel? Und das bekommt man hier so nebenbei gemeldet? Hätte ich da nicht hingeschaut, dann wäre die Meldung schnell weg gewesen. Wir haben einen neuen Präsidenten. Oh, Hippolito Pellegrini. Hippolito. Borniert. Plus 100 Autorität. Oh, das ist interessant. Minus 100 Einfluss. Plus 25% Radikale durch Diskriminierung. Das ist unangenehm. Da das so ein bisschen ein grundlegendes Problem ja ist hier bei uns. Befehlshaber ist er nicht.
Er ist ein erfahrener Diplomat. Moralgeneration, Regeneration. Und ein erfahrener Politprofi. Hippolito Pellegrini. Anscheinend italienischer Abkunft oder Sohn italienischer Einwanderer. 45 Jahre alt. Und er ist auch gegen die Sklaverei. Abolitionist. Das ist gut, denn die haben wir ja abgeschafft. Der ist Intellektueller und Präsident geworden. Na, da wird ihn das Militär aber relativ schnell wegputschen, nehme ich mal an. Ja, gleichzeitig eine Veränderung, die so radikal ist und die man hier so nebenbei mitgeteilt bekommt, als ob es nichts Besonderes wäre. Ein General ist gestorben. Nein, unser Präsident und Oberbefehlshaber und einziger General der Forza Nazionale, der ist gestorben. Unangenehm. Das heißt, wir müssten fürs Militär oder sollten, müssen, tun wir es nicht, einen weiteren General rekrutieren. Und zwar hier für das La Plata Hauptquartier. Wer wird uns hier angeboten? Bartolomé oder Hippolito? Noch ein Hippolito. Taktvoll. Ebenenkampfexperte, Waldkampfexperte, Traditionalist. Ja, aus der Gruppe der Grundbesitzer. Ich denke, ein Hedonist. Plus 10% Versorgungsverbrauch. Das könnte ganz schön teuer werden. Plus 100 Autorität. 10% Offensive, Defensive. Plus 20% Offensive. Der wäre militärisch natürlich viel stärker. Ist aber eine teure Wahl. Unser Hippolito hier. Der Hedonist. Manche betrachten ihn schon als sündig. Ich werde mich aber für Hippolyte entscheiden, denn seine offensiven und defensiven Boni, die sind überzeugend. Im Gegensatz hier zu Bartolomé, der hätte nur Offensive im flachen Gelände. Und sollten wir hier im Süden oder gegen Chile mal kämpfen, dann haben wir da natürlich kein flaches Gelände. Die Kommandoschwelle wäre höher und verbesserte minus 20% Protestbewegungsradikalität. Allerdings auch nur, wenn er ein Herrscher wäre. Nein, wir rekrutieren Hippolito. Der hat auch viel mehr Orden. Schaut euch das mal an. Der ist ziemlich chesty. Von daher wird er auch, weil er ja aus der Gruppe der Streitkräfte kommt, hoffentlich ein guter General sein. Sei ihm sein hedonistischer Lebensstil gegönnt. Wir haben ihn rekrutiert und er hat auch alle 7 Bataillone, die wir derzeit haben, unter sich. Na gut, wollen wir hoffen, dass die Militärausgaben durch ihn jetzt nicht unzulässig ansteigen hier. Wir bauen derzeit an der Eisenbahn. Ja, das kann allerdings noch einen Moment warten. Das Holzfällerlager werde ich hier mal vorziehen. Denn der Holzpreis, der war eigentlich ziemlich hoch. Hier plus 25%, ganz genau. Auch die Preise hier für die Grundlebensmittel, jetzt nicht Stühle, aber zum Beispiel hier Getreide, der ist ziemlich hoch. Wir sollten auch die Getreideproduktion ausbauen, wenn wir es denn können. Hier in Uruguay ist nicht möglich, da wir kein Personal haben. In Santa Fe dagegen wäre es möglich. Ja, dann in Santa Fe die Maisfelder bitte ein wenig erweitern. Ein weiteres Maisfeld. Und das sieht ja auch ganz schön aus hier. Das gefällt mir auch, dass das hier zwischen Buenos Aires und Rosario gelegen ist. Hier an der Mündung der beiden Flüsse des Rio Paraguay und des Rio Uruguay hier auf dieser Seite. So wird auch Buenos Aires durch die Nachbarschaft hier zur Provinz Santa Fe immer ansehnlicher. Das Holzfällerlager läuft produktiv. Das ist eigentlich ganz gut. Unser BIP steigt aber nicht mehr so schön an, wie wir es noch gewohnt sind, oder? Doch, jetzt klettert es wieder hoch. Wie sieht es denn aus? Die Motorenfabriken, die laufen jetzt mehr oder weniger effizient. Das ist gut. Papierfabrik ist immer noch die beste der Welt. Ja, so können wir sehr, sehr zufrieden mit sein. Regierungsverwaltung ist okay. Handelszentrum läuft. Das Stahlwerk selber könnten wir auch noch verbessern. Wir könnten das Bessemer-Verfahren hier einführen, würden 25 Stahl mehr produzieren
Und was war die andere Konsequenz? Würden 20 Eisen mehr verbrauchen. Wie schaut es denn aus bei Stahl und Eisen? Stahl ist teuer, Eisen ist billig. Stahl ist teuer, Eisen billig. Und das könnten wir ausgleichen, wenn wir das Stahlwerk hier umstellen. Das ist natürlich immer so eine ein bisschen riskante Maßnahme. Und das machen wir aber mal. Sinkt erstmal ab, weil natürlich die Beschäftigung hier zurückgeht. Das muss ich erst neu organisieren. Ich hoffe mal, dass sie das relativ schnell machen. Ja, das tun sie. Und es steigt und steigt. Sehr gut. Schön. Das heißt, das BIP steigt weiter an. Das ist alles gut. Wir haben einen industriellen Boom. Die Motorenwerke in Buenos Aires melden einen kleinen Produktionsüberschuss bei den Industriewaren. Ja, das sind ja auch die besten Motorenfabriken der Welt. Kein Wunder. Was für Beweise brauchen wir denn noch? Die Industrie ist der Weg nach vorn. Wir erleben jetzt die zweite Welle der industriellen Revolution. Fabriken in allen Städten, Manufakturen in allen Dörfern. Bald werden wir die ganze Nation industrialisieren. Das ist auch unsere Absicht. Absolut schieben wir die Industrie noch weiter an. Na, nur gute Neuigkeiten hier. Wollen wir mal auf Holz klopfen, denn wenn wir so etwas beschwören. Jetzt ist ein weiterer Politiker gestorben. Evaristo. Ach, der war von den Kleinbürgern. Mit 55, ist auch kein Alter. Importroute für Papier. Peru, Bolivien hat eine Import. Die importieren unser Papier. Unser gutes argentinisches Papier. Aus der besten Papiermühle der Welt. Ja, das ist positiv. Das wird allerdings den Holzpreis hier auch nicht unbedingt wieder sinken lassen. Aber daran arbeiten wir. Wir bauen ja hier... Ach, die haben wir schon errichtet. Ist das schon fertig gebaut, das zusätzliche Holzfällerlager hier? Ja, das scheint der Fall zu sein. Der Werkzeugverbrauch ist okay, ne? Da hatte ich nicht mehr geschaut. Ja, so langsam steigt der Preis hier auch wieder an. Aber das ist noch akzeptabel. Hatte ich eigentlich, das frage ich mich gerade, hier in Corrientes, ja, da hatten wir die Färbemittelplantage gebaut. Die Nationalgarde wurde durchgesetzt, das ist gut. Und ich frage mich ab, ob wir die Kleidungsfabrikation umgestellt hatten auf Färbereien. Ja, das war schon geschehen. Okay, deswegen ist wahrscheinlich der Kleidungspreis so halbwegs akzeptabel. Halbwegs. Denn, plus 26% ist natürlich auch ziemlich teuer. Die Möbelproduktion, könnten wir die eventuell hier intern verbessern? Nein, nicht wirklich. Gut, das müssen wir erstmal so in Kauf nehmen. Und warum haben wir so hohe Ausgaben? Wahrscheinlich wegen Subventionen. Ah, 3000 Pfund für die Eisenbahn. Oh, das ist aber teuer. Das ist aber teuer. Das heißt, weitere Eisenbahnen werden wir jetzt erstmal nicht bauen hier. Was gibt's für Forderungen? Kein Amt für Inneres wiederherstellen? Abgelehnt. Agrarismus beschließen? Abgelehnt. Wird alles abgelehnt hier. Wir sind aber immer noch auf dem 60. Rang. Nein, wir wollen doch wieder eine Kleinmacht werden. Und nicht hier als Winzmacht uns international schämen müssen. Was können wir dafür tun? Wir könnten unser BIP natürlich steigern. Das wäre wahrscheinlich auch die nachhaltigste Verbesserung. Richtig teuer sind Dienstleistungen. Ja, da können wir aber nichts dran machen, so wirklich. Getreide. Hatte ich Getreidefelder in Auftrag gegeben? Ein Maisfeld, ein zusätzliches. Wir bräuchten Dünger. Ah, Leute, ich habe einen Plan. Das war auch in den Kommentaren angesprochen worden. Wir können doch hier bei den Viehhöfen, da können wir doch sagen, dass sie intensive Weidewirtschaft betreiben. Dadurch wird mehr Tuch und mehr Dünger produziert. Die verbrauchen aber mehr Getreide. Gut, das ist jetzt vorübergehend. Das heißt, wir verbessern das. Hoffen auch, dass die effizient werden. Hätten damit ein bisschen Dünger zur Verfügung. Und könnten eventuell unsere Maisfelder hier düngen jetzt. Hier wird gleich 45 Dünger verbraucht werden. Hier wären es nur 15. Ja, eventuell müssten wir auch noch ein bisschen Dünger importieren. Oder aber wir bauen eine Chemiefabrik.
Derzeit befindet sich nichts im Bau. Wir hätten genug Personal in Buenos Aires. Das Stahlwerk ist, dem geht's gar nicht gut. Was ist denn hier jetzt das Problem? Die Kohle ist zu teuer geworden. Was ist denn hier mit unserer Kohle los? Oh, wer klaut uns denn die Kohle hier? Pappbedarfe, Stahlwerke, Eisenminen, ja, wir könnten noch... Ja, bevor wir jetzt hier die Nahrungsmittelversorgung verbessern, lass uns lieber den Kohlepreis mal normalisieren. Denn das ist inakzeptabel. Hier haben wir schon alle Verbesserungen, bis auf die Sprengstoffe. Die bekommen wir allerdings auch erst mit Chemiefabriken. Wir werden eine zusätzliche Kohlemine in Auftrag geben. Die ziehen wir auch vor. Na, es gibt keinen anderen Bau, deswegen ist das ganz okay. Nach der Kohlemine werden wir die Chemiefabrik in Buenos Aires selber bauen. Diese wird Dünger und Sprengstoffe erzeugen. Mit den Sprengstoffen werden wir die Minen hier verbessern und mit dem Dünger all unsere Felder düngen. Die Streitkräfte stellen in Frage, ob es weise ist, sich auf Waffenimporten aus den Vereinigten Staaten zu verlassen. Einer anerkannten Bedrohung für unsere Nation. Ja, die hatten schon mal ein Interesse erklärt und irgendwas war doch mit den Amis hier. Wir werden eine heimische Rüstungsindustrie auf die Beine stellen, für den Fall, dass es zu einem Verrat kommt. Das hört sich ganz gut an in meinen Ohren. Doch, das machen wir. Die einheimische Rüstungsindustrie ist positiv. Auch wenn unsere Armee jetzt derzeit noch recht klein ist. Aber sie wird ja weiter wachsen. Oh, so wie auch unser BIP weiter wächst. Das ist wirklich schön zu sehen. Was ein schönes BIP, oder? Herrlich. Also, das geht ganz gut voran. Wir laufen auf höchster Geschwindigkeitsstufe jetzt und können auch eine weitere Forschung uns aussuchen. Hatten wir das Dynamit, hatten wir schon erforscht, ne? Ja, das haben wir. Wir könnten das Dampfhilfsaggregat erforschen. Das könnte unsere gesamten Minen dann nämlich produktiver machen. Das machen wir, das Dampfhilfsaggregat. Dafür ist es natürlich auch wieder notwendig, dass wir mehr Kohle zur Verfügung haben. Das eine bedingt dann wiederum das andere. Und wir schauen mal auf dem Markt nach, ob irgendwelche Im- oder Exporte durchzuführen wären. Hier, ja, das ist okay, das ist okay. Holz hat sich normalisiert, das ist gut. Fisch, kümmern wir uns nicht drum. Hier oben sollten wir uns drum kümmern, die Möbelfabrik. Minus 36 Einheiten. Minus 50 Einheiten Tuch. Ach, unangenehm. Das wäre in Santa Fe hier. Hier hätten wir genug Infrastruktur zur Verfügung. Ja, wir könnten einfach eine weitere Möbelfabrik bauen. Dadurch würden wir natürlich mehr Holz benötigen. Ja, und wir haben nicht genug Personal dafür. Ne, das müssen wir noch zurückstellen. Wir werden aber mal am Etat schrauben, denn das gefällt mir nicht, dass wir jetzt hier minus 1600 laufen. Wir gehen auf mittleren Steuersatz. Ja, soweit, so gut. Diese Protestbewegung hier ignorieren wir. Unser neuer General hat jetzt auch die vollen 10 Bataillone zur Verfügung. Nach Fertigstellung der Kohlemine wird die Chemiefabrik gebaut. Die wird dann Sprengstoff liefern, das ist gut. Und den Dünger, haben wir gesagt. Und dann kann irgendwann gegen Chile losgeschlagen werden. Sollte sich Chile aus irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Motiven dazu berufen fühlen, hier das Gebiet der Teuelche zu annektieren. Was natürlich ein großer, schwerwiegender chilenischer Fehler wäre, der auch in die Geschichte als der große chilenische Fehler eingehen wird. Hoffentlich jedenfalls. Wir sind jetzt auf 3,5 Millionen. Den Etat, das ist natürlich unangenehm hier für den Lebensstandard. Denn die Leute müssen jetzt einfach mehr Steuern zahlen und haben dadurch weniger Geld zur Verfügung, um zu konsumieren. Was natürlich für alles negativ ist, auch für unser Bruttoinlandsprodukt. Nur, ja, möchten wir unsere Reserven auch nicht zu sehr abschmelzen lassen. Denn der Staatsbankrott ist natürlich zwar in guter argentinischer Tradition immer eine Option,
Nur sollten wir das noch nicht hier in den ersten, jetzt sind wir 1863, nicht in den ersten 30 Jahren unserer Amtszeit hier zulassen. Das ist etwas, was wir dann auch später verschieben können. Der Lokomotivenpreis, der ist okay, mehr oder weniger. Wir exportieren natürlich jetzt relativ viel, denke ich mal. 48 hier über die Handelsrouten. Nur 20 werden im Lande verbraucht. Ja. Nur möchte ich die Handelsroute hier auch nicht beschädigen eigentlich. Denn ich bin froh, dass unser Motorenwerk hier mal effizient läuft. Auch das beste Motorenwerk der Welt ist es jetzt direkt geworden. Oh, das ist schön. Wir haben die beste Papierfabrik, das beste Motorenwerk. Haben wir noch irgendwas, was international herausragend ist? Die Werkzeugfabrik? Ja, das ist die zweitbeste. Aber immerhin. Der Glaube kennt keine Grenzen. Die katholische Kirche will unsere Bande mit Chile stärken. Ja, aber ich meine, unsere Beziehungen sind doch schon super, oder? Die Chilenen, die mögen uns doch. Schauen wir mal hier vorbei. Herzlich und freundlich. Ja, freundlich reicht mir. Plus 80. Die katholische Kirche würde dadurch gestärkt werden. Das wollen wir eigentlich nicht. Nation übertrumpft Glaube. Ja, da wir sind vorrangig argentinisch und erst danach katholisch. Denn die Katholiken, die sind natürlich dem Papst hörig in Rom. Wir dagegen möchten, dass sie unser Militärjunta oder der Junta an sich, die wir sind ja, naja, wir sind auch eine Militärjunta eigentlich, in Argentinien hörig sind und zwar nicht hier in Chile. Deswegen sagen wir, wir sind vorrangig argentinisch, erst danach katholisch. Das hat jetzt allerdings die Intellektuellen gestärkt, wenn ich es recht sehe. Aber das ist ganz gut, denn die stehen uns hier negativ gegenüber. Die sollen auch mal wieder hier in den positiven Bereich mit reinkommen, genauso auch wie die Gewerkschafter. Und ob dafür die Verabschiedung eines weiteren Gesetzes angeraten ist? Das ist fraglich. Bei dieser Auswahl hier, das können wir nicht machen, die Gewerkschafter. Theokratie möchte ich nicht, Staatsreligion gibt es nicht, Monarchie wollen wir auch nicht. Nein, wir müssen erst die Regierung umbilden. Und das wäre vielleicht auch angeraten, da wir hier eine Legitimität von nur noch 5% haben. Ja, werden wir das mal tun. Ich gehe mal auf die Pause dafür. Die Regierung wird reformiert. Und wen nehmen wir mit ins Boot? Eigentlich sollten wir die Intellektuellen mit rannehmen, denn die sind überraschend stark geworden. Also ein großer Anteil der Bevölkerung unterstützt diese Gruppe. Wir sehen, die Legitimität steigt direkt an. Und wer ist noch besonders stark? Die Industriellen. Oh, da geht's wieder nach unten. Wir schmeißen mal alle raus und schauen mal, wer uns am hilfreichsten wäre. Die Intellektuellen, oh, da wären wir bei 70%, das wäre super. Katholische Kirche, ob wir die außen vor lassen können? Ich weiß es nicht. Ja, so wirklich hilfreich waren sie ja nicht und gerade waren sie auch, nee, sie waren nicht mit in der Regierung, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Die Grundbesitzer, immer eine starke Gruppe hier im Staate. Vielleicht sollten wir vorübergehend eine Regierung nur aus Intellektuellen bilden. Denn unser Präsident gehört ja auch zur Gruppe der Intellektuellen und der nimmt dann auch nachvollziehbar seine eigenen Leute hier mit ins Boot. Und ich könnte mir vorstellen, dass durchaus auch hier mit ihm wieder die Einführung der Rassentrennung zu machen wäre, die ich ja versehentlich abgeschafft habe, im Bestreben zu liberalisieren. Aber genau das Gegenteil habe ich erwirkt, nämlich eine noch schärfere Gesetzgebung in diesem Bereich. Deswegen werden wir die Umformung der Regierung jetzt so bestätigen. Und Wahlen wollen wir eigentlich nicht zulassen. Wahlen sind überflüssig. Kulturelle Ausgrenzung. Hier, in diesem Bereich wollten wir aktiv werden. Im Bereich der Bürgerschaft. Kulturelle Ausgrenzung, wir klicken hier mal rauf. Das hatten wir, Rassentrennung. Dann habe ich nationale Überlegenheit verabschiedet. Jetzt könnten wir zur kulturellen Ausgrenzung gehen. Ja, die Rassentrennung,
wäre allerdings auch machbar. Eigentlich ist alles machbar hier derzeit. Wer wäre denn dagegen? Die katholische Kirche würde auf minus 5 fallen. Oh, das ist noch akzeptabel. Das ist noch wieder aufzuholen durch Ereignisse. Die Grundbesitzer billigen das. Die Industriellen billigen das. Die Intellektuellen billigen es. Nur die Kirche und die Kleinbürger nicht. Die Kleinbürger bleiben auf neutral. Und die Kirche fällt auf minus 5. Sollten wir die Chance nutzen, wenn wir sie jetzt haben? Denn wir können auch gleich Multikulturalismus. Warte mal, das würde die Intellektuellen auf 20 bringen. Die Industriellen auf 18. Die Grundbesitzer auf 14. Das würde die katholische Kirche radikalisieren. Von 5 auf minus 14. Das wäre wahrscheinlich ein zu großer Schritt hier im ersten Anlauf. Ja, die kulturelle Ausgrenzung, das wäre schon mal ein Fortschritt. Plus 50 Autorität, plus 100 Autorität, plus 200 Autorität. Oh, wir werden mit Autorität dafür bezahlen. Da müsste dann eventuell ein Erlass zurückgenommen werden. Oder wir gehen erstmal wieder nur auf die Rassentrennung. Von 5 auf 0. Aha. Ja, Rassentrennung oder... mit beliebigen Hauptkulturen. Eine Sklaverei. Pops überdenken das. Kulturelle Ausgrenzung. Ich werde es mal wagen. Diesen großen Schritt der Liberalisierung in das Gesetzgebungsverfahren mit aufzunehmen. Mal sehen, welche Ereignisse sich hier uns in den Wege stellen und die Verabschiedung des Gesetzes dann behindern mögen. Das bleibt überraschend. Auch die Effekte natürlich durch die wegfallende Zustimmung, ja, das ist immer ganz interessant. Ich wollte auch mal schauen hier bei der Politik, bei der Übersicht. Ja, wir haben noch relativ viele Boni hier sozusagen auf den Kärtchen. Aber ja, na gut, also das läuft. Könnten wir beim Kolonialamt eigentlich was machen? Oh, das könnten wir weiter ausbauen. Und dadurch würden die Kolonien schneller wachsen, ja. Können wir das machen? Nein, das können wir nicht machen. Es kostet 11 Bürokratie und wir haben nur 10,6. Ja, da stehen wir natürlich ein bisschen hilflos da. 0,4 Bürokratie fehlen uns hier für diese Maßnahme. Aber gut, es wäre nämlich ein super Fortschritt hier für unsere Bemühungen, gerade auch in unserer natürlichen Konkurrenz hier zu den Chilenen. Ich hatte es ja schon angesprochen. Denn ich bin schon froh, dass sich hier keine kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Stämmen und den Chilenen ergeben, so dass die Chilenen nicht die Gelegenheit bekommen, diese aufgrund ihrer militärischen Macht dann komplett zu übernehmen und unsere Kolonialisierungsbestrebungen dann damit komplett hinfällig werden zu lassen. Also beschließen wir jetzt die kulturelle Ausgrenzung und kümmern uns mal hier um den Markt. Niedriger Marktzugriff. Mendoza nur noch bei 56%? Ja, dann braucht Mendoza doch eine Eisenbahn, oder? Mendoza. 6 von 3 werden genutzt. Oh ja, das ist schlecht. Also brauchen wir hier dringend die Eisenbahn. Ja, wir lassen aber die Chemiefabriken vorher noch fertigstellen. Das sind wirklich nur noch 3 Wochen, das seht ihr hier. Mittlerweile sind es 2. Eine inspirierende Rede fesselt die Öffentlichkeit. Felicio Avellaneda, das Oberhaupt einer Interessengruppe, und zwar der industriellen Brandrede für die Einführung einer neuen Gesetzgebung. Ja, ist okay. Plus 15% Erlasserfolgschance. Oder die Industriellen werden gestärkt. Nein, plus 15%, das ist völlig in Ordnung. Hier dagegen ist die Chemiefabrik jetzt sofort fertiggestellt. Jetzt ist sie fertig. Sie bauen die Eisenbahn in Mendoza, super. Und wie geht's unserer Chemiefabrik? Wahrscheinlich nicht so gut, weil der Absatz jetzt zu gering sein dürfte. Der Markt für Dünger ist quasi nicht existent. Und können wir jetzt der Chemiefabrik schon sagen, dass sie auch Sprengstoffe herstellen soll? Sie würde mehr Dünger produzieren, aber mehr Eisen verbrauchen. Das wollen wir nicht. Ah, das sind diese Verfahren hier.
Hier können wir sagen, Dünger minus 30, dafür viel mehr Sprengstoffe. Es würde Kohle und Schwefel verbrauchen. Schwefelpreis ist so halbwegs okay, Kohle ist viel zu teuer. Kohle ist viel zu teuer. Und ein Unfall im Färbewerk. Ach, nur negative News hier. Also machen wir Folgendes, dass wir hier vielleicht erstmal ja, auf das Ammoniak-Soda-Verfahren umschwenken. Hoffen, dass unsere Fabrik sich so auch produktiv entwickeln kann. Und um die Nachfrage nach Sprengstoff zu erhöhen, da werden wir hier in unseren Minen nämlich das Dynamit einsetzen. Das steigert hier die Eisenförderung. Und in die Goldminen könnten wir das auch machen. Ja, super. Das heißt hier auch in der Goldmine. Oh, da könnten wir so viel verbessern jetzt. Das ist ja klasse. Beim Schwefel brauchen wir es, glaube ich, gar nicht. Denn der Markt für Schwefel... Doch, wir haben auch zu wenig Schwefel. Denn wir exportieren ja auch Schwefel. Also lass uns das beim Schwefel und gerade bei der Kohle auch machen. Vielleicht machen wir es erstmal bei der Kohle. Denn sehen wir nämlich, wie viele Sprengstoffe wir noch übrig haben, um diese dann mit einzusetzen. Denn wir wollen natürlich auch nicht, dass die Sprengstoffe zu teuer werden. Was jetzt hier schon der Fall zu sein scheint. Allerdings ist es wohl darauf zurückzuführen, dass die Chemiefabrik, ja, die ist noch nicht komplett besetzt, das sehen wir hier. Und es lohnt sich nicht, das herzustellen, weil der Dünger nicht nachgefragt wird. Also, bitte auf Dünger setzen jetzt hier. Dadurch mehr Getreide erzeugen. Auch die Maisfelder sollen gedüngt werden. Und was hätten wir hier noch? Viehhöfe? Nein, die brauchen wir nicht. Die Viehhöfe, ja, die bräuchten eigentlich keinen Dünger mehr produzieren. Könnten wir beim Tabakdünger einsetzen? Nein, das geht nicht. Viehhöfe, Färbemittel, Plantagen. Und hier ist ein Unfall im Färbewerk, ja. Plus 4% in der Fertigung beschäftigter Arbeiter. Die Sterblichkeit würde erhöht werden. Sie werden nicht umsonst gestorben sein. Gewerkschafter hält Zustimmung. Oder fünf... Oh. Na, dann sollen die Gewerkschafter lieber ein bisschen Zustimmung erhalten. Sie werden nicht umsonst gestorben sein. Wir werden uns das merken und versuchen, diese Arbeitsrisiken in Zukunft besser zu vermeiden durch geeignete Maßnahmen. Aber das lenkt natürlich wieder ab. Das lenkt ab von der landwirtschaftlichen Optimierung, die wir uns hier gerade vorgenommen hatten. Denn die Weizenfelder auf Dünger umzustellen, das hatte ich noch nicht getan. Das ist jetzt aber hiermit geschehen. Und jetzt möchte ich mal sehen, wie sich der Marktpreis für den Dünger entwickelt hat. Oh, der ist so in die Höhe geschossen. Ja, der Düngerverbrauch ist jetzt super hoch. Unsere Chemiefabrik ist aber immer noch nicht effizient. Wie kann das denn bitteschön sein? Sowohl Dünger als auch Sprengstoffe werden in Gold aufgewogen. Ach, weil wir zu wenig Schwefel haben. Und warum haben wir zu wenig Schwefel? Weil wir hier noch keinen Sprengstoff einsetzen, den wir aber auch nicht haben, weil die Chemiefabrik derzeit nicht gut läuft. Schauen wir mal, ob wir das hier steigern können. Ja, Sprengstoffe sind zu teuer, ja. Ich hoffe, dass sich das einrenkt. Wir müssen jetzt langsam hier... Dieses Symbol soll verschwinden. Die Warenzufuhrknappheit, die dadurch signalisiert wird. Das ist jetzt hier beim Sprengstoff verschwunden. Das ist gut. Beim Schwefel ist noch vorhanden. Jetzt ist es wieder da. Das soll so, jetzt ist es weg bei beiden. Okay, es scheint sich zu normalisieren hier. Das heißt, wir steigern die Schwefelproduktion. Oh, was jetzt hier? Ach, wir haben das Gesetz beschlossen. Super. Und ein großer Teil der südandischen Bevölkerung migriert in unseren Staat Tucumán. Das sind auch gute Neuigkeiten. Das heißt, alles ist jetzt hier teuer. Werkzeuge sind teuer. Sprengstoffe sind teuer. Schwefel ist günstig. Das heißt, die Chemiefabrik sollte doch eigentlich super laufen, oder? Schwefel war doch günstig gerade. Und jetzt wird es hier als knapp angegeben. Wieso haben wir hier so eine... Kauft uns wieder irgendwer den Schwefel weg? Nein, das ist ausschließlich der eigene Verbrauch hier. Oh Gott, die Zeit vergeht auch schon wieder. Ihr Lieben, ich habe die Uhr ganz aus dem Auge verloren.
sehe auch, dass wir jetzt hier auf 5 Millionen gestiegen sind. Ui, das ist aber ein schöner Anstieg der Kurve des wöchentlichen BIPs hier. Gerade am Ende scheint es ja zu explodieren. Das ist positiv. Also eine kurze Abschlussbilanz. Die Alphabetisierung steigt auch unaufhörlich an. Das ist gut. Selbst der Lebensstandard. Da haben wir jetzt ein wenig Augenmerk drauf gelegt. Bevölkerungswachstum ist nicht zu bremsen. Allerdings, ja, die Radikalen wachsen weiter an. Das ist jetzt aber wesentlich geringer im Verhältnis zu den Loyalisten. Das sind also positive Neuigkeiten. Und die weiteren Herausforderungen, die werden wir dann zu Beginn der nächsten Episode betrachten. Die nächste Episode wird dann auch direkt hier zum Ende dieser Folge starten. Ich freue mich jedenfalls, wenn es euch gefallen hat. Wenn dem so sei, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Wenn nicht, einen Daumen runter. Und über eure Anmerkungen, Hinweise und so weiter in den Kommentaren freue ich mich natürlich sowieso. Das wisst ihr ja. Von daher wünsche ich euch alles Gute. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.